Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 4a und 4b. Hier geht es um die Beratung der Antwort. Ja, der Antrag also abgelehnt. Jetzt geht es hier um den Klimaschutzbericht und die große Anfrage der Bündnisgrünen über das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020. Es gibt hier auch einen Entschließungsantrag, der nachher abgestimmt wird von den Bündnisgrünen, die hier gleich die Debatte eröffnen werden, mit Bärbel Höhn, der Vorsitzenden des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor. Sicherheit. Und Bärbel Höhn war ja vorhin schon im Phoenix-Interview zu diesem Thema und kritisierte unter anderem, dass es die deutsche Bundesregierung bislang verpasst habe, an den eigenen Zielen, die eigenen Ziele zu erreichen. Das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 ist auch deshalb notwendig geworden, weil man eben 40% weniger CO2-Ausstoß als 1990 erreichen will. Im Moment ist man erst bei 33%. Bärbel Höhn. Wir haben hier das erste Mal über das Klimaaktionsprogramm der Bundesregierung diskutiert. Und wir Grünen haben das kritisiert und haben gesagt, das ist zu wenig. Wir brauchen dreimal so viel Ehrgeiz, um CO2 zu reduzieren, um das Ziel von 40% CO2-Reduktion bis 2020 zu erreichen. Die Bundesumweltministerin war empört. Sie hat gesagt, wir Grünen sollen aus unserem nörgelnden Abseits herauskommen und wir sollen endlich Gabriels Zahlen akzeptieren. Meine Damen und Herren, das war eine Fehleinschätzung der Bundesumweltministerin und das war ein verlorenes Jahr 2015. Denn heute, ein Jahr später, bescheinigen die Experten dieser Bundesregierung, dass genau unsere Zahlen von den Grünen stimmen. Sie sagen, die Bundesregierung muss dreimal so ehrgeizig sein, um das Ziel zu erreichen. Das Ziel ist erheblich gefährdet. Schöne Worte reichen nicht. Packen Sie endlich das Thema an und tun Sie etwas für den Klimaschutz. Es wäre international ein verheerendes Zeichen, wenn Deutschland sein Klimaziel nicht erreicht. Und was wir momentan erleben, ist, dass Klimaschutz für die Bundesregierung nur ein Sonnenscheinthema ist. In dem Moment, wo die IGBCE auf die Straße geht, da wird im Zweifelsfall Klimaschutz einfach hinten angestellt. Und das geht so nicht. Knicken Sie nicht vor der IGBCE ein. Das ist falsch und das ist auch wirtschaftlich falsch. Und dieses Desaster begann eigentlich, als die Bundeskanzlerin 2007 überall in den Medien die Klimaqueen war. Ja, hat sie international gesagt, was man alles machen muss. Gar nicht so schlecht. Ja. Aber als sie dann wieder zurückkam, da hat genau diese Bundeskanzlerin sich auf EU-Ebene in Brüssel für die großen Spritschlucker, für die großen Autos in Deutschland eingesetzt und hat schon beschlossene Grenzwerte wieder aufgeweicht. Das war übrigens das Zeichen an die Automobilindustrie, steigt ganz groß ins legale Tricksen ein. Denn wir hatten bis dahin zwischen CO2-Ausstoß der Autos und Kraftstoffverbrauch der Autos, zwischen Theorie und Praxis, einen Unterschied von 8%. Inzwischen haben wir einen Unterschied von 40%. Seitdem ist die Kreativität der Ingenieure darauf gerichtet, zu tricksen, anstatt mehr Energieeffizienz in die Automobilindustrie reinzubringen. Und das geht nicht. Das hat nämlich verheerende wirtschaftliche Folgen, das sieht man an VW, ist aber auch für die Bilanz im Klimaschutz falsch. Denn der CO2-Ausstoß im Autoverkehr ist seit 1990 gestiegen und nicht gesunken. Wir sollen noch eine Senkung erreichen. Und de facto haben wir in diesem Jahr 40% mehr Kraftstoff als noch im Jahr 2007. Im Umweltbereich gilt, Grenzwerte sind von Industrieanlagen einzuhalten. Punkt. Im Verkehrsbereich gilt im Zweifelsfall, guckt das Kraftfahrtbundesamt sowieso nicht hin und hat noch nicht mal die Kompetenz hinzuschauen. Und das, meine Damen und Herren, muss sich ändern. Ansonsten schlittern wir in eine richtige Automobilkrise rein, die sich gewaschen hat. Und was das bedeutet, sehen wir im Energiebereich. Die großen Energiekonzerne schwächeln, weil sie Energiewende verschlafen haben. Und auch da gilt, die Kanzlerin stellt sich in Elmau hin und sagt Dekarbonisierung in diesem Jahrhundert. Und wenige Tage später, da macht sie anstatt einer Abgabe für Braunkohlenkraftwerke eine Subventionierung von 1,7 Milliarden für alte Braunkohlenkraftwerke. Das ist einfach unglaubwürdig, meine Damen und Herren. So kann man keine Klimapolitik betreiben. Und wenn dann auch noch die KfW, die staatseigene KfW mit ihrer Tochter IPEC, immer noch Kredite gibt für Kohlekraftwerke in aller Welt, insgesamt 3,3 Milliarden für den Bau von Kohlekraftwerken, auch Hermes-Bürgschaften einsetzt, dann ist das eine Doppelmoral, die nicht zu halten ist, meine Damen und Herren. Das geht so nicht. Die Allianz, die Rockefeller-Stiftung, der norwegische Pensionsfonds steigen
aus Investitionen in der Kohle aus. Die Bundesregierung sollte diese Bewegung mitmachen, weil sie auch wirtschaftlich begründet ist. Ansonsten haben wir hier Fehlinvestitionen, die uns alle teuer zu stehen kommen. Die Bundesumweltministerin Hendricks hat vor wenigen Tagen einen interessanten Vorschlag gemacht. Sie hat nämlich gesagt, wir könnten in 20 bis 25 Jahren aus der Kohle aussteigen. Das ist gut. Wir wollen noch ehrgeiziger sein, aber das ist gut. Und wir wollen genau diesen Antrag, diese Ankündigung, die wollen wir hier zur Abstimmung stellen. Wir wollen wissen, meinen Sie es ernst mit dem Klimaschutz und das ist zwangsläufig ein Ausstieg aus der Kohle oder ist das nur ein weiteres Versprechen vor der Klimakonferenz? Wir könnten jetzt so viel machen. PV ist total in den Kosten gesunken. Wir können PV auf die Dächer tun. Wir können Kraft-Wärme-Kopplungen in die Keller tun. Wir können mehrfach verglaste Fenster machen. Und genau die Menschen würden profitieren, die mit niedrigen Einkommen eben auch in schlecht gedämmten Wohnungen wohnen. Jetzt könnten die Mieter profitieren. Genau die Menschen, von denen Gabriel immer sagt, sie würden durch die hohe EEG-Umlage die Photovoltaikanlage des Zahnarztes finanzieren. Jetzt, wo wir richtig eine gerechte Umverteilung machen könnten, auch mit den erneuerbaren Energien, genau jetzt blockieren sie die Photovoltaik. Und das ist einfach nur nicht nur unökologisch, sondern das ist auch unsozial und unwirtschaftlich. So, meine Damen und Herren, nutzen Sie nicht die Chancen des Klimaschutzes, nämlich Arbeitsplätze zu schaffen, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen und damit eben die Chancen des Klimaschutzes zu nutzen. Machen Sie endlich eine andere Kohlepolitik und machen eins. Wenn Sie international lächeln und national schwächeln, dann ist das die falsche Politik. Ändern Sie diese Politik für unsere Kinder und Enkelkinder. Das Wort. Soweit also Bärbel Höhn für die Grünen. Jetzt Josef Göppel für die CDU-CSU. Er ist Mitglied im Ausschuss. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gegenstand der heutigen Debatte ist der Klimaschutzbericht und der Maßnahmenplan bis 2020, also sozusagen das Kleingedruckte. Nach der fulminanten Einführung der Kollegin Höhn ist es aber vielleicht doch ganz gut, auf die großen Zusammenhänge zu schauen. Frau Höhn, Sie kritisieren an Frau Merkel, dass sie nicht entschlossen genug vorangeht. Ich möchte Ihnen sagen, Frau Merkel hat im Jahr 2007 in einer Situation, als Klimaschutz noch kaum ein Thema war für manche Regierungschefs in Europa, das dreimal 2020-Ziel im Europäischen Rat erreicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass sie 2011 nach Fukushima die Energiewende eingeleitet hat und das auf ihre Kappe genommen hat. Ich möchte daran erinnern, dass sie 2014 im Europäischen Rat das 40% Minusziel der Europäischen Union bis 2030 durchgesetzt hat. Dass in Elmau ein Klima bei den Regierungschefs der Welt von ihr herbeigeführt wurde, das in dem Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel und zur Dekarbonisierung der Wirtschaft geführt hat und das nun in der Konferenz in Paris fortgesetzt wird von der deutschen Verhandlungsdelegation. Schauen Sie doch in den Spiegel dieser Woche. Die beschreiben sehr schön, welche Verhandlungsgruppen es in Paris jetzt gibt. Und da heißt es, die ambitionierteste Gruppe, Doppelpunkt, Deutschland gibt den Ton an. Liebe Frau Höhn, das ist der Grund, warum ich für Frau Merkel bin, weil sie alles andere als zögerlich handelt, sondern sie hat eine durchgehende Linie. Man spürt eben die physikalische Grundhaltung bei der Frau. Und das ist für Deutschland gut. Das ist für die Modernisierung unserer Volkswirtschaft gut. Das ist für unseren Erfolg auf den internationalen Märkten gut. Und von daher darf man natürlich schon fragen, wo stehen wir? Wir hatten als Deutsche einen Primärenergieverbrauch von 50.000 Kilowattstunden pro Kopf vor 10 Jahren. Und wir sind jetzt bei 47.000. Also kann man sagen,
Erfolg, eine leichte Senkung. Wir müssen aber schon sehen, dass der europäische Durchschnitt bei 36.000 Kilowattstunden pro Kopf ist. Da kommt natürlich ins Spiel, dass wir aus der Geschichte heraus ein sehr viel stärker industrialisiertes Land sind und die alte Industrie natürlich sehr viel mehr mit Energieverbrauch aufgebaut wurde. Und daher ergibt sich auch klar, wo unsere Handlungsfelder sind. Wenn man die Sektoren der Treibhausgase betrachtet, dann haben sie 40% beim Energiesektor, 20% bei der Industrie, 20% im Verkehr, 10% bei den Haushalten, dann sind sie bei 90 und der Rest ist dann Landwirtschaft, Gewerbe und kleine Sonderbereiche. Das heißt, es war strategisch, Frau Kollegin Höhn, völlig richtig, die Energiewende auf dem Stromsektor besonders anzusetzen. Und in dem Bericht, der heute auch Gegenstand der Beratung ist, steht ja drin, dass 110.000 Tonnen Treibhausgase pro Jahr auf, also die Minderung von 110.000 Tonnen pro Jahr auf das EEG zurückgehen. Wenn wir uns anschauen, dass im selben Bericht gegenüber 1990 jetzt eine Senkung um 27% ausgewiesen ist, dann sind diese 110.000 Tonnen ein Drittel der Senkung seit dem Jahr 1990. Und das ist ein Erfolg, der unsere Wirtschaft in eine bessere Ausgangsposition auf den Weltmärkten bringt und im Inland zur Modernisierung unserer Wirtschaft führt. Ich muss bei der Gelegenheit leider auch sagen, wenn es da Leute gibt, die zum Beispiel sagen, dass durch das EEG mit riesigen volkswirtschaftlichen Kosten ein Windradfriedhof erzeugt würde, dann kann ich nur sagen, wer so arrogant und borniert daherredet, über den kann ich mich nur schämen. Denn schon technisch ist es falsch. Die alte Wirtschaft hinterlässt uns riesige Nachfolgelasten. Ein Windrad kann man bis zur letzten Schraube recyceln. Und aus diesem Grund muss man auch darauf hinweisen, dass die Beteiligung unserer Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung an der Energiewende in einem außerordentlichen Maß die politischen Vorgaben positiv aufgegriffen hat. Es gibt ja in anderen europäischen Ländern nicht den Mittelstand und die Basisinitiativen in dem Ausmaß wie in Deutschland in Bezug auf eine CO2-freie Energieversorgung. Diese Bevölkerungsbeteiligung ist ein wichtiger Wert, weil es jetzt um die sektorenübergreifende Betrachtungsweise geht. Die Einbeziehung von Wärme und Mobilität. Ich möchte an der Stelle auch betonen, dass die Korridore, die wir festgelegt haben, unter dem Gesichtspunkt der sektorenübergreifenden Sichtweise überprüft werden müssen. Wenn wir Ende dieses Jahres 33% Strom aus erneuerbaren Energien haben und unser Ziel bis 2025 sind 40-45%, dann ist das unter Einbeziehung der Elektromobilität und der Stromüberschüsse in den Heizungssektor nicht mehr angemessen. Also ich sehe die Notwendigkeit, die Korridore anzupassen an die Erfordernisse der sektorübergreifenden Politik. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit nochmal die Bevölkerungsbeteiligung aufgreifen. Wir haben zurzeit etwa halbe-halbe zwischen Groß- und Kleininvestoren bei den erneuerbaren Energien. Und ich finde, das ist eine gute Verteilung.
Und die alten Konzerne sollen auch ihr neues Geschäftsmodell haben, wie wir ja jetzt gerade sehen bei RWE und seiner Neuausrichtung. Wir dürfen aber durch das Mittel der Ausschreibungen nicht die Kleininitiativen abwürgen. Und ich habe wirklich die Sorge, dass die breite Bevölkerungsverteidigung von Landwirten, von Handwerkern, von kleinen Gewerbetreibenden unter die Räder kommt. Und wenn es so ist, dass in den europäischen Beihilferichtlinien eine Freigrenze für eine bestimmte Zahl 3 Windräder vorgesehen ist, dann fordere ich diese Freigrenze auch anzuwenden in Deutschland. Man kann nämlich nicht auf die europäischen Beihilferichtlinien wie auf eine Bibel immer wieder verweisen und da, wo sie einmal eine Öffnung erlauben, dann sagen, nein, das ist aber für uns nicht ganz passend. Es wird entscheidend sein, meine Damen und Herren, die Bevölkerungsbeteiligung auf breiter Ebene ist entscheidend, dass wir die Modernisierung unserer Volkswirtschaft in alle Lebensbereiche hineinbringen. Den Verkehr, das Heizen, den ganzen Lebensstil. Und unsere Bevölkerung ist ja bereit. Ich sehe im neuen KWK-Gesetz einen wichtigen Erfolg, in dem jetzt die Direktbelieferung von Arealnetzen und die 5,41% KWK-Vergütung möglich sind, auch an Endkunden. Das wird auch die Mieter in den Großstädten endlich dazu bringen, dass sie einen Vorteil sehen aus den erneuerbaren Energien. Und das Argument, das betrifft ja nur Leute auf dem Land, kann auf diese Weise überwunden werden. Wir müssen diesen Punkt jetzt aber auch im EEG 2016 einbringen, denn das ist dann das Gegenstück zum KWK-Gesetz. Das ist doch eine vorzügliche Schlussbemerkung, Herr Kollege Göppel. Genau, zu dieser möchte ich jetzt kommen. Ich habe nämlich, bevor ich heute früh mich auf die Rede etwas vorbereitet habe, nochmal den Vers 2012 der Umweltenzyklika von Franziskus gelesen. Und der schreibt darin in einer wunderbaren Sprache: Glaubt nicht, dass eure kleinen Bemühungen nicht einen Wert hätten. In ihnen steckt ein Wert, der über das Sichtbare hinaus Gutes in der Welt bewirkt. Und das ist ja für uns alle sicherlich eine Motivation, in diesem Thema entschlossen gemeinsam weiterzuarbeiten. Ja, meine Damen und Herren, mit einem Bibelzitat endet Josef Göppel von der CDU-CSU. Das hatten wir ja in der vergangenen Woche schon. Dietmar Bartsch hat damit angefangen. Und es geht ja schließlich auch beim Klimaschutz um die Schöpfung. Insofern recht passend. Eva Bulling-Schröder jetzt von der Linken. Kollege Göppel hat Papst Franziskus zitiert. Ich möchte das auch tun. Und er sagt auch, dieses System tötet. Und im Klimawandel macht es da schon, dieses System. Und wir wollen verhindern, dass noch mehr Menschen am Klimawandel sterben. So, ja, es ist ja genau ein Jahr her, dass der Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und der nationale Aktionsplan Energieeffizienz verkündet wurde. Und es gibt jetzt eine große Anfrage der Grünen. Und ich sage Ihnen, irgendwie ist die wenig ergiebig ausgefallen. Und jetzt müssen wir uns fragen, hat die Bundesregierung ihre eigenen Ziele erreicht oder ist sie auf einen guten Weg gebracht? Und was ist aus den Sofortmaßnahmen bei der Energieeffizienz geworden? Und ich denke, wir können auch ein Zwischenzeugnis ausstellen. Und da sage ich nur als Linke, sehr mangelhaft, da muss noch viel nachgebessert werden. Denn sie haben nur etwa die Hälfte der Maßnahmen des Aktionsprogramms Klimaschutz 2020 und ebenfalls nur etwa die Hälfte des nationalen Aktionsplans Energieeffizienz erreicht oder auf den Weg gebracht.
Und damit ist die Bundesregierung eben keine Musterschülerin, wie sie sich da immer darstellt. Ja, und wenn wir uns die Klimaschutzlücke anschauen, dann sind nur ein Viertel der geplanten Einsparungen auf dem Zielpfad, wie die Zahlen zum Beispiel des Fraunhofer-Instituts uns zeigen. Und mit jedem Jahr, das wir näher an 2020 rücken, wird die Zeit knapper. Die Zeit läuft uns davon, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Anstrengungen müssen vervielfacht werden, wenn die Bundesregierung das Klassenziel 40% Reduzierung bei Treibhausgasen noch erreichen will. Und die Experten, die haben ja letzte Woche oder vor zwei Wochen einen Monitoringbericht Energie der Zukunft kommentiert. Und die haben ungewöhnlich deutliche Worte dieses Mal geäußert. Sie sehen das 40%-Ziel erheblich gefährdet, sagen die. Und sie machen deutlich, dass die Anstrengungen in der verbleibenden Zeit eben verdreifacht werden muss. Es muss verdreifacht werden. Und die schlimmsten Versäumnisse sind ja im Verkehrsbereich. Dazu wird meine Kollegin Sabine Leiding nachher noch was sagen. Aber die größten Rückschläge in diesen ganzen Aktivitäten ist für mich nach wie vor das Scheitern der steuerlichen Förderung bei der energetischen Gebäudesanierung. Und da hätten 1 Milliarde Euro bereitgestellt werden sollten. Und das hätte allein 12% der drohenden Klimaschutzlücke schließen können. 12%, und das ist nicht nichts, das ist ziemlich viel. Und das daraufhin von Ihnen ins Spiel gebrachte Anreizprogramm Energieeffizienz ist mit seinen 165 Millionen verglichen damit mit Verlaub wirklich ein Witz. Ja, und jetzt sagen die Experten, ohne zusätzliche Maßnahmen ist somit die Zielverfehlung absehbar. Und für das Jahr 2020 kann die Deckungslücke auf bis zu 90 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und für 2030 auf rund 150 Millionen veranschlagt werden. Das ist auf Seite 16 der Stellungnahme. Schauen Sie sich da an, und da müssen Sie was tun. Ja, und ich meine, wir brauchen eine Regulierung. Und europäische Länder machen uns das vor. Dänemark ist da mutiger und konsequenter. Und wo seit 2013 Ölheizungen im Neubau verboten sind und ab 2016 auch im Altbau, da ist eben bei uns nichts. Und natürlich muss man so ein Verbot auch sozial abfedern, aber es wäre eine gute, effektive Maßnahme, um sich von den 5,2 Millionen Ölheizkesseln in Deutschland zu verabschieden. Ja, und an dieser Stelle möchte ich auch die Umweltministerin mal loben. Sie hat keine Zugeständnisse bei der Energiesparverordnung aufgrund des Wohnraumbedarfs für Flüchtlinge gemacht, und wie es verschiedentlich gefordert wurde. Und da muss ich sagen, das ist begrüßenswert und das unterstützen wir auch. Aber wir haben große Defizite bei der Effizienzstrategie im Gebäude und vor allem bei öffentlichen Gebäuden. Und da ist uns mitgeteilt worden, ja, da liegt ein Aktionsplan Ende des Jahres vor. Jetzt wird den Grünen gesagt, nächstes Jahr. Also bitte, da müssen Sie jetzt endlich nachsteuern und Sie müssen was tun bei den öffentlichen Gebäuden. Und das sagt auch die EU-Energieeffizienzrichtlinie. Also tun Sie da was. Bei Bundesliegenschaften ist es ganz, ganz wichtig. Ja, und jetzt kommen wir zur größten Enttäuschung. Und für mich war das auch persönlich eine Enttäuschung. Sie schenken den Konzernen Geld dafür, dass sie ihre Kohlekraftwerke abschalten. Und da geht es um 230 Millionen im Jahr. Ehrlich, ja. Vielleicht können Sie nicht rechnen, aber lassen Sie sich da informieren, wenn Sie da nicht Bescheid wissen. Und dann geht es ja noch weiter, die Unterstützung der Konzerne RWE und E.ON. Und da gibt es ein Stichwort Nachhaftungsgesetz. Und Ihre Partei hat bis jetzt verhindert, dass dieses Gesetz durch den Bundestag geht. Und da brauchen Sie gar nicht lachen. Sie sind einer derjenigen, die die Konzerne richtig pusht. Und die Leute müssen das bezahlen vor Ort. Und glauben Sie doch nicht, dass sie doof sind. Die sprechen uns doch darauf an und sagen, was macht ihr da überhaupt in Berlin? Ihr braucht es überhaupt nicht mehr abstimmen. Das machen die Konzerne für euch. Und die KfW gibt dann weiter Kredite für Kohlekraftwerke. Frau Kollegin, also, apropos Abstimmung, die Redezeit ist überschritten.
Das ist eine Politik für die Konzerne, und es muss anders werden. Und eine breite Mehrheit der Bevölkerung will das auch anders, und nicht nur so wie Sie. Eva Bulling-Schröter war das für die Linke, die Energie- und klimapolitische Sprecherin. Rita Schwarzelühr-Sutter, jetzt die parlamentarische Staatssekretärin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, hat als Nächste das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, die Treibhausgase bis 2020 um 40% gegenüber 1990 zu senken. Und für uns ist auch klar, wenn wir international, auf internationaler Ebene ambitionierte und verbindliche Klimaschutzziele wollen und uns dafür einsetzen, dann müssen wir daheim auch unsere Hausaufgaben machen. Und das tun wir. Wir haben gleich zu Beginn dieser Legislatur damit begonnen, tatsächlich zu schauen, ob wir das Ziel bis 2020 erreichen oder ob wir noch mal nachlegen müssen, ob wir zusätzliche Maßnahmen benötigen, um dieses Ziel zu erreichen. Und mit den bis 2013 beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen können wir danach bis 2020 eine Minderung um etwa 33-34% mit plus minus 1% Unsicherheit erreichen. Das heißt, wir stehen vor einer Lücke bei der Treibhausgasminderung von 5-8 Prozentpunkten, die wir bis 2020 schließen müssen und auch wollen. Und wenn wir diese Klimaschutzlücke schließen, bleibt auch der Weg zum Erreichen der 2030er, der 2040er und der 2050er Klimaschutzziele erreichbar. Wir sind dann auf dem Pfad, und nur so kann auch das Klimaschutzziel auf europäischer Ebene erreicht werden. Und deshalb hat die Bundesregierung im Dezember vergangenen Jahres dieses Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 mit über 100 Einzelmaßnahmen auf den Weg gebracht. Und ein wichtiger Bestandteil dieses Klimaschutzprogramms ist der NAPE, und er beschreibt die Energieeffizienzstrategie der Bundesregierung. Und Frau Bulling-Schröter, tun Sie auch nicht so, als ob wir nichts getan hätten. Bei der Gebäudesanierung wurde das Programm aufgestockt. Bei der Stadtsanierung haben wir die Förderbedingungen wesentlich erleichtert. Und mit Verlaub, das muss erst mal auch wirken. Wir haben jetzt einen Bericht, wo die Maßnahmen in Gang gebracht werden. Und diese Maßnahmen müssen ja erst mal tatsächlich wirken. Und mit dem NAPE wurden zugleich auch die Eckpunkte der Ausarbeitung der Energieeffizienzstrategie Gebäude beschlossen. Die Umsetzung des Aktionsprogramms wird in einem kontinuierlichen und transparenten Prozess begleitet. Hierfür hat das Kabinett des BMUB beauftragt, einen jährlichen Klimaschutzbericht zu erstellen. Das heißt, wir stellen uns durchaus und schauen, wo wir stehen und wo wir liegen. Und dieser Klimaschutzbericht stellt die aktuellen Trends der Emissionsentwicklung dar und berichtet zum Stand der Umsetzung der Maßnahmen des Aktionsprogramms und gibt einen Ausblick auf die Minderungswirkungen bis 2020. Und der erste Bericht wurde am 18. November jetzt vom Kabinett verabschiedet, ebenso wie die Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Umsetzung des Aktionsprogramms. Und mit der Verabschiedung des ersten Klimaschutzberichts vor der COP 21 in Paris zeigt auch die Bundesregierung, wir legen Rechenschaft ab und geben einen Ausblick auf die künftige Entwicklung, lenken auch auf das, was tatsächlich noch zu tun ist, um das Ziel 2020 sicher zu erreichen. Ein wichtiges Etappenziel für das langfristige Minderungsziel der EU und Deutschland von mindestens 80-95% bis 2050 gegenüber 1990 sowie die definierten Zwischenziele 2030 und auch 2040 sind damit eng verbunden. Und mit dem Gipfel in Elmau war doch der Weg oder ist der Weg auch ganz klar vorgezeichnet, dass wir eine Dekarbonisierung bis Ende dieses Jahrhunderts, eine weitgehende Dekarbonisierung anstreben und wir auch vorangehen. Und der Klimaschutzbericht zeigt, wir sind auf einem guten Weg. Die Umsetzung nahezu aller Maßnahmen des Aktionsprogramms sind in Angriff genommen. Einige sind dabei, schon zu wirken, aber mit Verlaub, das ist schon sehr ambitioniert zu erhoffen, dass man 100 Maßnahmen oder über 140 Maßnahmen, dass die volle Wirkung schon im ersten Jahr entfalten.
will aber noch mal darauf eingehen bei dem erneuerbaren Anteil der Energien. Wir haben 2010 beschlossen, 35% Anteil am Stromverbrauch der erneuerbaren Energien zu haben, Herr Krischer. Nur mal nicht aufregen. Wir sind in der Zwischenzeit bei 33%. Und da wollen Sie jetzt sagen, dass wir in den nächsten 5 Jahren die 35% nicht erreichen wollen. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Pfad. Und Sie müssen das jetzt gar nicht schlechter reden, als es tatsächlich ist. Und wenn wir auch noch mal, um darauf einzugehen, bei der Kohlefinanzierung. Ich würde gern jetzt hier, Frau Höhn, bei der Kohlefinanzierung. Sie haben die 3 Milliarden oder 3,3 Milliarden angesprochen. Aber Sie haben nicht gesagt, dass die KfW in dem gleichen Zeitraum 177 Milliarden für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen in dem Volumen finanziert hat. Das muss man dann schon auch noch mal in den Vergleich setzen. 177 Milliarden und 3 Milliarden. Sie tun so, als ob die KfW nur Kohle fördert, und das stimmt einfach nicht. Ich appelliere wirklich, dass wir gemeinsam uns auf den Weg machen und beim Aktionsbündnis Klimaschutz uns in diesem Dialogprozess, der ja schon ganz gut gestartet hat, mit Kommunen, mit der Wirtschaft, mit allen gesellschaftlichen Gruppen, diese Umsetzung dann der Maßnahmen auch auf dem Weg der Karbonisierung voranzubringen. Und diesen Ansatz der Beteiligung verfolgen wir auch für unsere mittel- und langfristigen Klimaschutzziele. Und im Lichte der Ergebnisse von Paris und der vereinbarten EU-Ziele wollen wir unsere Klimaschutzpolitik langfristig aufstellen. Und dies soll dann auch mit dem Klimaschutzplan 2050, den wir nächstes Jahr beschließen wollen, geschehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Dialogprozess haben. Und da kommt es jetzt vielleicht nicht darauf an, ob wir einen Monat früher oder später sind, sondern wir sind auf dem zeitlichen Pfad und wir machen das gründlich. Und wir haben dazu, wie gesagt, einen breiten Dialog- und Beteiligungsprozess mit Bundesländern, Kommunen, Verbänden. Und Sie sehen, für uns ist in 5 Jahren nicht Schluss. Wir wissen, dass bis dahin ein langer Weg zu gehen ist. Wir haben angefangen, den Weg zu gehen, und wir werden die Dekarbonisierung in dieser Zeit und bis Ende dieses Jahrhunderts vorantreiben, auch vor dem Hintergrund, wie es sozialverträglich gestaltet wird, wie Investitionen auch sinnvoll eingesetzt werden. Und da brauchen wir die Unterstützung aller, und dafür werbe ich. Herzlichen Dank. Nächsten Redner teilt Aussprache zum Klimaschutzbericht 2015. Nächster Redner, der hier das Wort erhält, ist Carsten Müller von der CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will, die Frau Kollegin Staatssekretärin hat das eben richtigerweise gemacht, aber tatsächlich, und es erscheint mir als ein zentraler Punkt in dieser Debatte, will einen Punkt noch mal besonders unterstreichen. Die beiden Kolleginnen der Oppositionsfraktionen haben abgehoben, unter anderem auf die Frage, in welchem Umfang finanziert die KfW Kohletechnologie. Richtig, 3,3 Milliarden, das ist jetzt zweimal gesagt worden. Ich sage, es ist ein drittes Mal. Darüber kann man sich durchaus streiten. Sie haben zwei Dinge verschwiegen. Zum einen, dass diese Investitionen zur Modernisierung von alten Kohlefeuerungsanlagen verwendet worden sind. Und Sie haben einen ganz anderen wesentlichen Punkt eben auch verschwiegen. Und das ist, ehrlich gesagt, schon in der Nähe der Unredlichkeit. 3,3 für Kohletechnologie, 173 Milliarden Euro Finanzierungsvolumen, das ausgelegt worden ist von der KfW für Klimaschutz und grüne Technologien. Und meine Damen und Herren, ich finde, das ist eine bemerkenswerte Aufgabenteilung. Und die finde ich auch gut. Sie kümmern sich um 1,87% in der Opposition, und wir in der Großen Koalition kümmern uns um 98,13%. Vernünftige Aufgabenteilung, meine Damen und Herren. Etwas überraschend ist heute sowohl von Vertretern der Regierungsfraktion wie auch aus Reihen der Opposition der Papst Franziskus zitiert worden. Und ehrlich gesagt, ja, es lohnt sich, die Umweltenzyklika zu lesen, und es wäre vermessen zu sagen, dass der Papst bei wesentlichen Programmen der Großen Koalition abgeschrieben hat. Aber, finde es bemerkenswert, dass wir doch da einen ganz weitgehenden gesellschaftlichen Gleichklang haben. Und das zeigt, dass wir mit der Großen Koalition, dass die Bundesregierung auf dem richtigen Pfad ist. Meine Damen und Herren,
will einige wenige Gesichtspunkte herausgreifen. Unzweifelhaft die wirksamste Art, Klima zu schützen, ist, der Energieverschwendung Einhalt zu gebieten. Deswegen finde ich es richtig, dass wir gerade am heutigen ersten Geburtstag des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz eine solche Debatte führen. Und der NAPE ist durchaus ambitioniert. Wir wollen versuchen, 25 bis 30 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einzusparen, und das bis 2020. Da ist eine ganze Menge sehr Vernünftiges angedacht und formuliert worden in den letzten 12 Monaten. Ich nenne mal die KfW-Energieeffizienzprogramme. Ich nenne die Energieauditpflicht für größere Unternehmen. Ich sage, dass wir mit den wettbewerblichen Ausschreibungen für Energieeffizienz und mit der Contracting-Förderung wichtige Schritte nach vorne gemacht haben. Und es sind auch kleinere Maßnahmen, die durchaus wirkungsvoll sind, beispielsweise das Effizienzlabel für Heizungsaltanlagen. Aber auch das hatte mein Kollege Josef Göppel richtigerweise gesagt, und das sage ich auch ganz freimütig, ich könnte mir durchaus etwas mehr Geschwindigkeit bei der Umsetzung der einzelnen Schritte des NAPE vorstellen, und das ist auch mein Appell an die Bundesregierung. Und ich bin, ehrlich gesagt, etwas enttäuscht darüber, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung umzusetzen. Ich will das mit einem Appell auch an die Bundesländer verbinden. Die stehen auf der Bremse. Das darf nicht sein. Und, meine Damen und Herren, klar ist auch, dass das Anreizprogramm Energieeffizienz der KfW mit einem Volumen von 165 Millionen dieses wichtige Vorhaben und zentrale Vorhaben des NAPE keinesfalls ersetzen kann. Meine Damen und Herren, ich darf erinnern, dass der NAPE eben das Finanzierungsvolumen bereits vorgesehen hat und eingeplant hat. Und wir reden um rund 1 Milliarde Euro zwischen 2015 und 2019. Meine Damen und Herren, das ist eine lohnenswerte Investition. Nicht zuletzt deswegen, weil jeder Fördereuro erwiesenermaßen 11 weitere Euro Investitionen nach sich zieht. Meine Damen und Herren, wir haben hier unmittelbar zu liefern, und das ist mein Appell an die Bundesregierung. Wir dürfen als Parlament nicht nachlassen, denn, und das sehen wir heute an einem anderen Tagesordnungspunkt, wenn das Parlament etwas unzureichende Gesetze, Entwürfe der Regierung noch mal besonders in Augenschein nimmt, dann wird was Gutes draus. Auch da schließe ich mich dem Kollegen Göppel an. Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes ist, meine Damen und Herren, die heute Abend beraten wird, ein besonders gutes Beispiel. Und das ist eben im parlamentarischen Verfahren gelungen, und das ist meines Erachtens elementar, dass wir beispielsweise eine Anhebung des Ausbauziels formuliert haben, dass wir einen viel längeren Zeitpunkt der Rechts- und Investitionssicherheit geschaffen haben, dass wir eben auch wichtige Technologien wie beispielsweise die UAC-Technologie nicht außen vor lassen, sondern weiterhin fördern. Und, meine Damen und Herren, ich bin da insofern sehr optimistisch, dass wir als Parlament auch wichtige Impulse setzen können. Ich will einen weiteren Punkt aufgreifen, über den wir uns hier gelegentlich unterhalten und bei dem wir auch verstärkten Handlungsbedarf haben. Das ist der Verkehrssektor. Das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 sieht vor, dass wir 7 bis 10 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente einsparen müssen. Wir haben es bedauerlicherweise mit der Situation zu tun, dass der Anteil der verkehrsinduzierten CO2-Emissionen seit 1990 von 13% auf 18% angestiegen ist. Damit sind Effizienzgewinne, die im Übrigen erheblich waren, aber bedauerlicherweise überkompensiert worden. Das heißt, wir müssen das Thema neu angehen, neu aufsetzen und müssen uns deswegen um einige wichtige Bausteine kümmern, beispielsweise alternative Antriebstechnologien. Wir haben, und das ist zugesagt, es hinbekommen, dass Gasantriebe künftig weiterhin steuerlich gefördert werden. Wir erwarten bis Ende erstes Quartal 2016 etwa einen Gesetzentwurf, und das ist wichtig, damit wir Investitionssicherheit insofern haben und sagen, jawohl, wir fördern und unterstützen klimafreundliche Gasantriebe in Fahrzeugen. Meine Damen und Herren, wir sollten auch durchaus, und da gab es ja verschiedentlich Gelegenheit in der Vergangenheit, die Frage von Emissionen von verbrennungsangetriebenen Fahrzeugen in den Blick nehmen. Im Übrigen nicht nur die Emissionen, die von den Verbrennungsmotoren selber, die für den Vortrieb sorgen, ausgehen, sondern, ich habe das schon einmal in aller Kürze gemacht, wir sollten uns das Fahrzeug insgesamt anschauen. Und für mich war es eine erschreckende Information, dass beispielsweise Kühlaggregatfahrzeuge, 180.000 Stück fahren davon auf deutschen Straßen, genauso viel Emissionen in Bezug auf Stickoxide, auf Partikel ausstoßen, wie 10 Millionen dieselangetriebene PKWs. Und das zeigt mir, dass wir dieses Thema angehen müssen.
Das ist auch auf europäischer Ebene dringend. Sie sind doch, Kollege Krischer, Sie haben sich doch dieses Themas noch nicht einmal angenommen. Für Sie ist doch das hier heute eine absolute Neuigkeit, die ich Ihnen erzähle. Und darüber freue ich mich. Freue mich über Ihre Unterstützung, aber ehrlich gesagt, Ihre Intervention insofern waren doch außergewöhnlich überschaubar in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, deswegen müssen wir uns diesem Thema zuwenden. Und da sehe ich konkreten Handlungsbedarf und wir werden das Thema aufgreifen. Ich will auf den letzten Punkt zu sprechen kommen, auf das Thema Elektromobilität. Da hat die Bundesregierung eine Menge auf den Weg gemacht. Wir haben Schaufensterprogramme gefördert. Es gibt Privilegierungen beim Parken und auch bei der Nutzung von Sonderfahrspuren. Es gab eine Ladesäulenverordnung. Es gibt Modelle der Steuerbefreiung. Wir haben Nachteilsausgleich bereits beschlossen und auf den Weg gebracht. Und meine Damen und Herren, es gibt auch erhebliche Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Aber zugegebenermaßen, der Erfolg, der erhofft war, hat sich nicht vollständig eingestellt. Und ich glaube, dass wir zu einem Erfolg nur dann kommen, wenn wir E-Mobilität neu denken. Und E-Mobilität neu denken verstehe ich nun genau so nicht, wie es zum Beispiel, ich nehme mal wieder Herrn Krischer, Sie verstehen, nämlich einfach dummes Geld rausschleudern, Kaufzuschüsse geben. Damit verschleudern Sie Steuermittel und Sie vergeben Chancen. Ich sage Ihnen eins, und da sind fast alle, wie gesagt, Sie sind da einer der letzten Mohikaner, fast alle in der Republik einig, dass dieses Geld beispielsweise in der Erforschung von Batteriezellen, in der Frage, wie setzen wir eine Batteriezellenproduktion in Deutschland auf, wesentlich besser investiert ist. Und meine Damen und Herren, ich will auch eins sagen. Ich glaube, wir müssen Elektromobilität insofern neu verstehen, weil es deutlich zu kurz greift, sich ein konventionell verbrennungsangetriebenes Fahrzeug vorzustellen, den Verbrennungsmotor rauszunehmen, einen Elektroantrieb reinzusetzen, einen Batteriepack da reinzusetzen und sagen, das ist Elektromobilität. Das genau, ja, Herr Kollege Hofreiter, das passiert im Übrigen häufiger, wenn Sie mir zuhören. Und meine Damen und Herren, das springt eben deutlich zu kurz, sondern wir müssen integrierte Ansätze uns anschauen. Wir müssen das Thema Intermodalität viel stärker betrachten. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen, die ein E-Mobil fahren, nicht mit sozusagen Kompensation von Minderwerten sich beschäftigen müssen, sondern echte Mehrwerte haben. Und ich greife ein Beispiel auch für den Kollegen Hofreiter heraus. Dann soll er sich doch melden. Er soll sich doch einfach mal melden. Aber das traut er sich nicht. Es klappt eben bei den elektromobil angetriebenen Zweirädern. Und meine Damen und Herren, da zeigt es, Kaufanreize sind überhaupt nicht notwendig. Wir müssen Mehrwerte generieren. Wir haben bei den Pedelecs und bei den erfolgreichen E-Motorrädern heute einen erheblichen Marktanteil von fast 20%. Und meine Damen und Herren, warum ist das so? Weil die Leute Mehrwerte haben. Es ist sozusagen die Abschaffung des Gegenwindes und die Abschaffung der Bergauffahrt. Und das wollen die Menschen. Und dann klappt es eben auch mit der E-Mobilität, meine Damen und Herren. Ich habe zwei einzelne Punkte rausgegriffen. Die zeigen Ihnen allerdings, die Bundesregierung ist auf dem richtigen Wege. Klimaschutz ist bei der Bundesregierung und bei den Sie tragenden Fraktionen bestens aufgehoben. Und damit möchte ich auch gerne schließen. Vielen Dank. Herr Müller hat noch einmal die Politik der Bundesregierung verständlicherweise verteidigt, da er aus der Unionsfraktion stammt. Anders sieht das Sabine Leidig von der Linken. Sie ist verkehrspolitische Sprecherin. Herr Präsident, werte Damen und Herren, bevor ich zum Thema spreche, will ich sagen, wie sehr es mich bewegt und auch entsetzt, dass Deutschland demnächst Kriegspartei in Syrien sein wird. Ich weiß, dass es vielen ebenso geht. Und ich finde, dass Solidarität mit den Opfern von Terror und Gewalt anders aussehen muss. Krieg war und ist auch heute die falsche Antwort auf den Terror. Nun reden wir über eine andere globale Herausforderung, über den Klimawandel, der für Millionen von Menschen heute schon lebensbedrohliche Folgen hat. Und wir reden über die konkreten Maßnahmen der Bundesregierung zum vereinbarten Klimaschutz. Mein Augenmerk liegt auf dem Verkehrssektor. Der Kollege hat es gerade schon angesprochen, denn er ist der zweitgrößte Klimakiller und der einzige Bereich, in dem die Treibhausgasemissionen weiter gestiegen sind in den letzten 25 Jahren um 30%. Und da traue ich meinen Ohren nicht,
Pünktlich zum Klimagipfel in Paris, wo ein Promotionzug mit Promis hingefahren ist, hat der Vorstand der Deutschen Bahn AG mitgeteilt, dass alle Nachtreisezüge eingestellt werden. Statt also im Schlafwagen in die europäischen Nachbarländer zu reisen, soll man künftig in Nachtbussen oder in ICE sitzen, reisen oder man fliegt. Und damit wird die klimafreundlichste durch die klimaschädlichste Art zu reisen ersetzt. Die Bundesregierung schweigt. Wir fordern, dass Nachtreisezüge europaweit als umweltfreundliche Alternative zum Flugverkehr ausgebaut werden. Für Klimaschutz und für sinnvolle Arbeitsplätze. Es geht ja nicht um irgendwelche Kennzahlen, sondern es geht darum, konkrete sozial-ökologische Umbauprojekte ins Werk zu setzen. Die Politik muss dazu beitragen, unsere Lebensweise in klimaverträgliche Bahnen zu lenken. Das hat übrigens das Europäische Parlament erkannt und hat übrigens unter Beteiligung der sozialdemokratischen und christdemokratischen Fraktionen einen sehr wegweisenden Beschluss gefasst, wie ich finde. Und zum Verkehr heißt es dort, ich zitiere, ehrgeizige Ziele in Bezug auf Treibhausgasemissionen können nur verwirklicht werden, wenn es sowohl kurz- als auch langfristige Strategien zur Verringerung des Verkehrsaufkommens gibt. Und genau darum geht es. Der Verkehr muss reduziert werden. Aber vom zuständigen Minister, Herrn Dobrindt, was ist von dem zu vernehmen? Er schwärmt vom 40-prozentigen Zuwachs des Güterverkehrs bis 2030. Ich zitiere ihn, Wohlstandssicherung geht nur über Mobilitätsgewinnung. Da, wo Güterverkehre, Personenverkehre und Datenverkehre wachsen, da wächst am Schluss auch der Wohlstand. Hallo? Wo leben Sie denn? Haben Sie nicht mitbekommen, dass Verkehrslärm und Abgasbelastung die Menschen krank machen und Stress verursachen? Wissen Sie nicht, dass die Zerstörung von Umwelt und Klima unseren Wohlstand schon längst untergräbt? Von einem solchen Minister sind keine Konzepte für Verkehrsvermeidung zu erwarten. Dabei arbeiten 1.300 qualifizierte Beschäftigte im Bundesverkehrsministerium. Da müsste doch was möglich sein. Die kleine Alpeninitiative in der Schweiz macht konkrete Ausarbeitungen zum Thema Verkehrsvermeidung. Sie haben zum Beispiel dargestellt, dass Schlagsahne in Sprühdosen, die mit einem Enzian verziert sind, in Wirklichkeit 2000 Transportkilometer hinter sich haben, wenn sie in der Schweiz gekauft werden, weil sie nämlich in Belgien den Rahmen abfüllen. Eine wichtige Forderung ist, dass Transporte so verteuert werden, dass sich dieser Wahnsinn nicht rentiert und dass Arbeitsplätze in der Region bleiben. Das ist doch vernünftig. Aber unter dem Verkehrsminister Dobrindt ist die Maut abgesenkt worden, die Lkw-Maut, und er denkt darüber nach, zu prüfen, inwieweit bis 2018 die Kosten der Umweltzerstörung angelastet werden können. Wie armselig ist das? Werte Kolleginnen und Kollegen, wer Klimaschutz ernst nimmt, muss Verkehr vermeiden und verlagern. Ein Verkehrsminister, der Milliarden, viele Milliarden für neue Straßen verpulvert, ist klimaschädlich und heutzutage fehl am Platze. Nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Klaus Mindrup, SPD-Fraktion. Klaus Mindrup ist Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und hat als nächster hier in der Debatte über Klimaschutzbericht 2015 das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, bei allem Streit freue ich mich, dass wir hier einen Konsens haben, dass der menschengemachte Klimawandel eine große Gefährdung darstellt und dass wir dagegen entschieden vorgehen müssen. An die Atomkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima kann ich mich genau erinnern. Das waren klare Ereignisse, die an wenigen Tagen stattgefunden haben. Der Klimawandel geschieht schleichend, und das macht ihn so gefährlich. Kohlendioxid bleibt durchschnittlich 120 Jahre in der Atmosphäre, Methan 15 Jahre. Da sieht man die Reichweiten unseres Handelns. Ich will jetzt nicht 120 Jahre zurückgehen, nur 15 Jahre. Im Jahr 1999 hatten wir einen Anteil an erneuerbaren Energien von 5,5% ungefähr, überwiegend Wasserkraft. Die Vergütung für eine Kilowattstunde Strom aus Photovoltaik betrug damals 50,6 Euro Cent. Wenn man sich das heute anguckt, wo wir heute stehen, der Anteil der Erneuerbaren im Strombereich
über 30% bei stark fallenden Preisen. Da zeigt es, dass wir hier eine Vorbildfunktion in Europa, in der Welt haben und einen Weg, den wir auch weitergehen sollten. Vollkommen klar ist, dass die Dekarbonisierung, die Worte sind hier ja schon mehrfach gefallen, primär natürlich bei der Energie stattfinden kann, weniger bei den Grundstoffindustrien, weil wir natürlich auch an unsere Volkswirtschaft denken müssen. Wichtig ist aber auch, dass wir das ganze Thema der Energiewende und des Kampfes gegen den CO2-Ausstoß, den Kampf gegen den Klimawandel, den Menschengemachten, dass das eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Da sind alle gefordert, die Bürgerinnen und Bürger, die Initiativen, die Unternehmen, die Gewerkschaften, die Kommunen, die Länder und der Bund. Das ist nicht was, was man einfach so bei der Bundesregierung abladen kann. Die Energiewende wird dezentral sein. Sie wird in den Dörfern und Quartieren stattfinden. Deswegen, das ist ja heute schon mehrfach erwähnt worden, freue ich mich, dass wir heute Abend den Mieterstrom aus KWK beschließen werden. Und ich hoffe, dass das auch ein Signal sein wird, dass wir bei der Photovoltaik es auch hinbekommen, dass die Kostenvorteile, die wir dort haben, zukünftig auch an die Mieter weitergegeben werden können. Das ist sozialpolitisch wichtig und vor allen Dingen stärkt es auch die Akzeptanz der Energiewende bei den Menschen. Die Bundesregierung ist hier ja schon von der Opposition, das ist offenbar auch das Geschäft der Opposition, heftig kritisiert worden. Was ich hier ausdrücklich loben möchte, ist die Transparenz der Bundesregierung, so wie sie hier vorgeht. Hier wird nicht irgendwas unter den Tisch gekehrt, sondern wird eine ganz reale Bestandsaufnahme gemacht, wo wir im Augenblick stehen. Und ich bin sicher, dass das auch vorbildlich ist und einen Standard setzt für weitere Bundesregierungen. Demokratie ist Macht, Macht auf Zeit. Hinter diese Entwicklung wird keine Bundesregierung nach dieser Bundesregierung zurückfallen können. Auch damit sind wir vorbildlich in der Welt. Denn wir diskutieren darüber. Auch das, was wir hier machen, ist vorbildlich. Dass die Opposition Kritik hat, ist normal. Dass sie sagt, ihr müsst schneller sein, ist normal. In anderen Ländern findet das gar nicht statt. Das können wir nach außen darstellen. Dafür müssen wir uns überhaupt nicht schämen. Und das Zweite, was wir machen müssen, wir müssen natürlich unsere Ziele einhalten. Und das ist ja das auch das Ergebnis. Das wird ja auch Schritt für Schritt passieren. Wir müssen aber auch unsere internationalen Förderzusagen einhalten, auch wenn der Dollarkurs steigt. Denn oftmals sind ja unsere Etats in Euro gemacht. Und da müssen wir auch dort verlässlich sein. Und wir müssen jedes Jahr besprechen, was wir besser machen können. Jedes Jahr, weil wir jedes Jahr die entsprechenden Berichte bekommen. Und ich glaube, wir müssen uns auch keine Sorgen machen. Wir reduzieren die Energieimporte. Meines Erachtens müssen wir auch viel stärker über den Ausstieg aus Öl reden. Wir fördern Wertschöpfung vor Ort und Arbeitsplätze im eigenen Land. Ich bin ja auch mit dem Klimazug nach Paris gefahren. Spannend war die Initiative 2 Grad aus der Wirtschaft. Spannend waren auch die Diskussionen mit den NGOs und den Gewerkschaften. Da bahnt sich sozusagen ein neuer Konsens an, den ich sehr positiv finde. Hier ist auch VW angesprochen worden. Dazu kann man, glaube ich, nur einen Satz sagen. Mogeln lohnt sich nicht. Und das muss also auch Konsens in unserer Wirtschaft sein. Was wir angehen müssen, und das halte ich für sehr wesentlich, ist, dass wir die Streichung umweltschädlicher Subventionen stärker in den Blickpunkt nehmen und dass wir auch darüber reden, wie wir bei den Steuern auch zukünftig ökologische Fortschritte stärker belohnen. Der Fortschritt, den wir haben bei der Finanzierung, dass also viele internationale Geldgeber und Banken aus klimaschädlichen Investitionen aussteigen, ist ein wunderbares Signal. Das wird auch dazu führen, dass wir gerade auch wieder internationales Kapital nach Deutschland kriegen für unseren Weg zu den erneuerbaren Energien. Und schließen möchte ich mit einem alten sozialdemokratischen Wort: zur Sonne, zur Freiheit. Dankeschön.